Und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession und willkommen zurück zu Let's Play Banjo Kazooie, die Xbox Live Arcade Version. So. Und zwar, warum stehe ich nicht mehr dort oben? Weil wir nämlich den Bubble Glove Swamp ganz vergessen haben, das blöde Krokodil. Ich glaube, ich habe es vergessen, weil ich das Puzzleteil einfach nicht leiden kann. Deswegen habe ich jetzt auch schon vergessen, wo die Welt überhaupt ist. So, und zwar nehmen wir uns noch das extra Leben, dann haben wir mal wieder 4. Und ich stelle es auf. Schon wieder. Höh. Jetzt sind hier natürlich schon diese Moskitos, hier die Boostbombs. Tschüss. Okay, die merken mich noch nicht mehr. So, die Noten sind alles weg. Nur halt Gegner sind wieder neu da. So, und weiter geht's durch den Sumpf. Bitte Schuhe ausziehen. Oh, hier, der ist der Wumbo-Schädel. Ganz genau, den habe ich nämlich die ganze Zeit gesucht. Umenaka! So. Also, Schnappi, das kleine Krokodil. Boostbomb, komm her! Was, was? Ey, kommst du? Keine zwei Leben? Ich kann die goldene Feder mal mitnehmen. Ich übernachte jetzt auch mal. Hey! Am Wochenende, also das hier nehme ich jetzt wahrscheinlich 2 Wochen vorher auf oder so. Dieser Part wird wahrscheinlich erst im Dezember kommen oder so. Ich weiß es nicht, wir haben aber immer noch November, aber bald auch schon nicht mehr. Wir kommen schon näher an den ersten Advent. Also, wo will ich denn hin? So. Hallo. Hallo, ich bin Mr. Wild, das coolste Krokodil aller Zeiten. Spiel mein Spiel und gewinne einen Preis. Drücke A, um zu spielen, oder B, wenn du die Hosen voll hast. Das Spiel ist einfach. Iss mehr rote Jublis als ich. Drücke X, um Jublis zu essen. Bist du bereit? 3, 2, 1, los! Okay, schneller sind wir da gerade auch nicht. Also wir sollen mehr von diesen Viechern hier essen und ich glaube, mehr als 30 müssen wir verputzen, um einen Erfolg zu bekommen. Da! Nein, 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 nein.
Ich finde keine mehr. Ich bin eben erst aufgestanden. Runde 1 von 3 geschafft. Du hast gewonnen. Jetzt legen wir einen Zahn zu. Füttere die roten Jumblies und meide die gelben Grumblies. Fertig, 3, 2, 1, 0. Wo will ich da hin? Jetzt kann man nicht mehr alles fressen, was hier so rumliegt. Nein, nur noch die roten. Und jetzt wird er weg. Und das ist mir so genau wie der hier. Also die ersten 2 Spiele sind noch einfach. Aber... wo ist er hin? Die werden schwieriger. Also das dritte, das ist richtig schwierig. Ich laufe einfach ihm hinterher. Oder auch nicht. Hallo? Gut. Ich bin eben erst aufgestanden und sehe noch nicht so gut. Nein! Komm her! Du auch! Los! Ich sehe nichts mehr! Wo sind hier welche? Da! Nicht! Hallo! Ich brauche welche! Ich brauche noch ein paar! Nein! Mist, der eine da hinten hätte noch gefehlt. Ha, ich habe locker gewonnen. Du hast locker gewonnen? Wir hatten ein Unentschieden. Hilfe, verfolgt mich nicht. Au. Hey. Du traust dich noch einmal hierher? Drück A, um zu spielen, oder B, um zu Mami zu rennen. Wir spielen nochmal das zweite Spiel. Denk daran, rote sind gut, gelbe sind schlecht. Ich sehe aber auch nichts. Hier sind mehr gelbe als rote. Ich würde schon sagen, mehr gelbe als gelbe. Wo sind denn hier die Viecher? Hier sind die roten Kerzen. Sie sehen aus wie Kerzen und die Grumblies oder Grumblies. Sie sehen aus wie Würmer. Oder sollen Würmer sein? Ich weiß es nicht so recht. Und jetzt kommen sie und der wird gefressen, das weiß ich schon. Und hier sind die ganzen Viecher und der ist mir, der ist dir. Aber ich laufe ihm einfach hinterher und dann sehe ich auch schon manche Viecher. Ey, der weiß, wo die auftauchen. Nein! Ah, ich habe doch. Der weiß, wo die auftauchen. Der rennt schon dorthin, wo die auftauchen. Nein! Okay, los! Los! Nein! Ha, ich habe locker gewonnen. Nein, hast du nicht. Man kann auch rausrennen, aber ich weiß nicht mehr, ob man dann das letzte Spiel nochmal machen muss. So. Jetzt haben wir nur noch eine Chance. Hey! Jetzt reiß ich doch mal her. Ja. Na gut. Diesmal wirst du aber zu probieren, das weiß ich schon. Ja. Okay, jetzt. Ja, nein, jetzt bin ich genau dort. Das ist mir. Nein. Nein, jetzt. Guck mal, da ist alles voller Rote. Aber ich komme überhaupt nicht so lang an jedem vorbei. So. Und nimm das. So. Am besten immer unten aufhalten, dann sieht man immer, wo die alle sind. So, ich nehme das hier und das hier. Was? Okay, ich laufe. Ihm hinterher. Was? Nein. Mist. Ich fresse die ganze Zeit nur noch. Wo? Hier. Da. Und da. Und du, los, komm. Und du. Und komm noch einer. Und ich hab's geschafft.
Anfängerglück. Jetzt gehen wir in die letzte Runde. Schnappe die, nur die, die oben auf dem Bildschirm angezeigt werden. Fertig. 3, 2, 1. Los. Okay, rote. Gelbe. Und gelbe. Ich hab's gefressen. Da. Das Wort. Nein, jetzt sind die Roten verschwunden. Wo? Ja. Rot? Ich finde keine Roten. Gelb. Jetzt komme ich hier. So. Und. Ich finde kein Gelb mehr. Excellent. Gut. Jetzt verschwinden sie alle wieder. Hier sind keine roten mehr. Gelbe. Gelbe, gelbe, gelbe. Jetzt bin ich an der Reihe. Und komm, rot. Ja, ich hab's geschafft. Aber ich habe noch nie verloren. Du sollst deine Belohnung haben. Endlich! Hast du noch irgendwas zu sagen? Wenn du magst, können wir ein ganz besonderes Spiel spielen. Du musst die nächsten 3 Spiele gewinnen, um 3 extra Leben zu erhalten. Aber jedes Mal, wenn du verlierst, schnappe ich mir eines deiner Leben. Drücke A, um zu spielen, oder B, um die Fliege zu machen. Das habe ich noch nie gespielt. Ich guck's mal, was es ist. Du bist sehr tapfer. Aber ich freue mich schon auf deine Leckerste. Was einfach nur rote fressen? Das war's. Okay, das ist ja leicht. Oder ist er schneller? Oder laufe ich an einem vorbei? Okay, also ich gehe mal. Tschüss. Gut. Ich sehe gar nichts. Also. Statistik. Ich will mir jetzt mal alles anschauen. Ja, das stimmt. Okay. Das kann ich mal haben. Warum fehlen. Achso, gut. Alles. 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 Und alles. Und Stop and Swap fehlen noch 2. Okay. Dann und dann. Und schon haben wir jetzt 10 Federn wieder und das war's. So, wir gehen mit dem Krokodil jetzt raus, weil da war ja noch das eine Cheatbuch. Okay, Leute, dann werden wir in diesem Part noch das die Cheatbücher dann eingeben und im nächsten Part dann in die nächste Welt gehen, die wir ja schon aufgemacht haben. Rusty Bucket Bay. Meine verhasste Welt. Aber eigentlich ist sie ziemlich schön. Naja, die Musik. Also, manche sagen, das ist die beste Musik im Spiel. Der Meinung bin ich nicht nach. Und ich sehe hier absolut gar nichts. Da hinten, ich sehe irgendwas Helles. So. Ich will euch ein Rezept verraten. Ich mache den besten Bärenbraten. Die Eiswürfel hier überall sprechen. Doch Gruntilda muss dabei brechen. Okay. Down, down. Hallo. Yay. Mogelnder Cheeto. Ihr kommt recht in Fahrt, ihr beiden. Dafür gibt es einen weiteren Cheatcode. Da hilft kein Heulen und kein Flennen. Bald wird dieses Büchlein brennen. Die Gewitter der Hexe findet mich niemals. Der Code, den ihr auf dem Boden der Sandburg an der Treasure Cove Cove eingeben müsst, lautet BX. Au! Halt damit! Der Code lautet BX. Ja, ich weiß doch, ich weiß! Ja! Ei, 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 ganz genau.
Eigentlich ist das hier die einzige Verwandlung, wo man mit angreifen kann. Was? Was? Oh, beide auf einmal. Ich sehe absolut gar nichts, ich sehe absolut gar nichts. Und wo Magie gleich aus? Ja, ja. Zauber alle, alle. Moment. Das ist doch wieder da. Und wir nehmen uns das extra Leben. Oh, was ist das denn? Okay, dann gehen wir jetzt noch in die Treasure Trove Cove. Und brechen uns erstmal das Bein. Oder alles. Au! Quatsch! Das macht ja eigentlich Kazooie. Wenn man sieht, dass das Kazooies Schnabel ist. Okay, los. Wir müssen jetzt das Wasser wieder ablassen, ne? Na! Ich hab mich ganz vergessen. Au! Oh, das habe ich eben ganz schnell gefunden. Oh, wir standen ja direkt wieder hier. Okay. Was? Ja, das brauche ich auch nicht mehr. Du bist auch wieder da. Part 2 und 3. Das Loch ist gestopft. Ha. Wo sind die ganzen Gegner wieder da? Keine Ahnung. Hallo? Okay, komm mal hier. Katz! Hab ich jetzt schon da drauf gedrückt, ja. Also, ich stehe genau davor. Hat das jetzt funktioniert? Moment. Warum funktioniert das nicht mehr? Ich gebe die ganze Zeit Blue ein, ohne E. Funktioniert. Das ist die ganze Zeit vergessen. 200 Eier gehören euch. Ab jetzt könnt ihr bis zu 200 Eier tragen. Es ist die kalte Leier. Euch helfen nicht mal blaue Eier. Nein, aber dafür rote und
getötete Eier. Okay. Meine Katze miaut schon wieder. So, dann. Red Feeder. Hat es funktioniert? Achso, nee. Ja, jetzt bin ich ganz durcheinander. Jetzt wollte ich Riad eingeben. Mann, ich lasse jetzt meine Katze hier rein. Die nervt mich. Ja! Mach doch nicht so laut, das hört man doch nicht. Miau! Da ist er schon, Futter. Hey! 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 Leute, ihr hört gleich. Hey, mach deinen Schwanz doch da! Mach deinen Schwanz da weg! Moment, ich hab mein Essen von. Weiß ich, warum du hier rein wolltest? Ich hab mein Essen noch versteckt. Ich hab gestern Abend etwas gegessen. So, leg dich schön dahin. Na, Helga. Federn gehören euch. Ab jetzt könnt ihr mein Futter fressen. Nein. Nein, das ist mir. Das kriegst du nicht. Das kommt jetzt rüber. Leute, warte mal kurz. Nein. Schrank, der ist letztes Mal schon fast umgefallen. Was machst du da hinten? Das sind Federn dieser Art. Auch Federn helfen euch nicht weiter. Werdet niemals ihr. Ich, was? Was machst du da? Komm da runter! Leg dich nicht auf meine Kleidung. So, und dann noch Gaugeln. Was machst du da hinten? Goldfeeders! Gehst du schon wieder auf meinen, auf meinen Lederrollstuhl? Goldfeeders. Was machst du da hinten? Hey, du gehst wieder da hinten hin. Da kommst du nicht los, sonst reißt du wieder alles ab. Ah, das Viech! Hier! Geh! So, kannst du raus und auch wieder rein. Ich habe schon was eingegeben. Nein.
Das war doch hier. Es. 20 goldene Federn gehören euch. Ab jetzt könnt ihr bis zu 20 dieser Federn tragen. Diese Dummheit steht euch im Gesicht. Da helfen auch die Federn nicht. Ja, danke, Krontila. So, in dieser Welt sind wir jetzt also auch fertig. Der ist ja nicht schon wieder da. Also, der Part ging jetzt auch zu lange. Ich sehe euch hier aus der Höhe in meinem Bett da. Was? Putzen Flöhe? Hey, die Welt ist da hinten. Also ich meine, der Kessel. So, hier sind wir jetzt auch fertig. Ganz genau. So, da müssen wir jetzt rein. Wir gehen allerdings hier rein. So, okay, hier bleiben wir stehen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in Rusty Bucket Bay. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.